Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy XIV. Wir sind hier beim letzten Mal stehen geblieben. Beziehungsweise war ich dann doch etwas sehr müde, sodass ich einfach einen Cut gemacht habe. Und ja, heute geht's weiter mit Klassen Quests. Ich weiß, ihr habt es befürchtet. ja. Also, ne? So geht's weiter. Das kann lustig werden. So jumpen wir erstmal wichtig runter. Damit ihr noch wisst, wo wir lang müssten. Ohne von den Dämonenschnaken angegriffen zu werden. So, da vorne müssen wir hin. Wir sind ja hier immer noch bei der Druiden-Quest. Aber ich glaube, der letzten davon. Ja. So, hallo. Bist du hier, um zu helfen? Schnell, die Schlacht ist hier entlang. Okay. Dann folgen wir der Schlacht einmal. So. Hilfe! Okay. So, hier habe ich immer einen ganz guten Trick. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Aber ich habe das bis jetzt immer so gemacht, in aller Regel. Dann haben wir den beiden halt zum Beispiel schon mal ein bisschen geholfen. Okay. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Nein, nicht Revedra. Ach ja, wir müssen uns gleichzeitig noch ums Wasser-Hexagon kümmern. Eins kommt noch. Aber er wird gleich sterben. Da können wir uns jetzt nur leider nicht mehr drum kümmern. Wäre halt auch mega froh, wenn es schon so irgendwie klappt. geschafft.
Junge Frau. Mir geht's gut. Kümmere dich nicht um mich. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Nur halb. Sylvie, hör sofort auf damit. Ich verbiete es hier, solche Methoden anzuwenden. Gildenmeister. Ich kann nicht zulassen, dass du die Fehler deiner Mutter wiederholst. Okay, das war so schnell. Ash, dürfte ich dich darum bitten, ihr zu folgen? Ich fürchte, meine Anwesenheit reizt sie nur noch mehr. In ihrem Zustand kann sie nicht weit gekommen sein. Okay. Das Bloppen nervt so ein bisschen. Kann ich nur leider nicht ändern. So. Das verstehe ich nicht. Wenn ich versuche, Zauber zu wirken, passiert nichts. Wenn ich meine Kräfte einzusetzen versuche, dann ist da nichts mehr. Ist das, wovor der Gildenmeister mich zu warnen versucht hat? Er sagte, ich würde die Fehler meiner Mutter wiederholen. Das Gleiche ist auch ihr zugestoßen. Sie hat ihre Magie verloren, meine ich. Dann ist sie. Werde ich auch sterben? Das kann nicht sein. Ich hätte nicht gedacht. Bitte, ich möchte allein sein. Okay. Ich denke mal, Izumi Yan ist wieder. Ja, genau. Inkeridania. Dann tun wir einmal nach Redania zurück. So. Dann einmal Druidengilde. So, warte mal. So. Ja. Gut, auch diese Rüstungen sind halt mega geil, ne? Und Dragoon. Ah, aber das dauert noch, bis wir so weit sind. Oh, da ist eine nackte Mikote. Ich bin froh, dich wiederzusehen, Ash. Konntest du mit Sylvie sprechen? Heißt das, dass die Magie von Sylvie bereits versiegt war? Ich habe dich einst gelehrt, dass Druiden sich die Kraft der Natur zu eigen machen, um Veränderungen herbeizuführen. Erde, Wind, Wasser, Heilung. Das Prinzip ist immer das gleiche. Zur Heilung bedienen wir uns der Lebenskraft der Natur selbst und transferieren diese zu den Verwundeten. Sylvie hat die daran gedacht, sich diese reichhaltige Quelle zu nutzen zu machen. Ihre Kraft zum Heilen entspringt nicht der Natur, sondern ihrer eigenen Lebenskraft. Die vitalen Energien von Sterblichen sind jedoch endlich und nun ist die schlimmstmögliche Folge eingetreten. Ihre Mutter hat unwissentlich ihr eigenes Leben geopfert, um ihre Heilfähigkeiten einzusetzen. Und Sylvie scheint mir noch begabter als sie zu sein. Daher ist es nicht ungewöhnlich, dass sie bereits in einem viel jüngeren Alter an ihre Grenzen stößt. Wenn wir nichts unternehmen, wird sich diese grausame Tragödie wiederholen. Ich könnte es nicht ertragen, die Tochter auf die gleiche Art zu verlieren. Ich werde über eine Lösung für dieses Dilemma nachdenken. Möglicherweise brauche ich dafür deine Unterstützung, Ash. Zweifle nicht an deinen Fähigkeiten. Du hast die Prüfung von Erde, Wind und Wasser absolviert. Mit jedem Tag kommst du der Natur einen Schritt näher und ich fühle, dass du für Großes bestimmt bist.
Dank der Begegnung mit dem Wasser hast du seine Rolle als Lebensspender verstanden. Aber du hast auch seine unerbittliche Kraft in Form einer tosenden Welle erfahren, die dich mit sich reißt. Wie so oft hat auch dieses Element mehrere Facetten. Ich bin sehr froh, dass du die Grundlagen des Druidentums verinnerlicht hast. Als Anerkennung dafür steht dir nun der Spruch Wasserstrahl zur Verfügung. Aber dies ist erst der Beginn einer langen Reise. Du solltest dich auch fortan bemühen, mit den Elementen der Natur eins zu werden. So. Darf man eine neue Kutte aussuchen? Kutte ist auch gerade das Größte, was ich machen kann. Das Beste, was ich holen kann. Tada! Neuer Zauber. Kumanu Wasserstrahl. So. Ah, toll. Jetzt haben wir statt einer braunen Kutte eine lilane Kutte. Geil. Gut, und wir haben den Zauber Wasserstrahl. Und da oben hin. So, mit dem Wasserstrahl können wir jetzt nämlich den Zauber Fessel ausführen. Huch. Und ja. Nee. Wie ist das? So, dann schalten wir jetzt mal auf den Weitläufer. Und kümmern uns mal um die Klassenquest des Weitläufers. Also ich denke mal, so in 2-3 Parts sollten wir, also ich glaube in 2 Parts, sollten wir mit durch sein, mit allem. Weil es ist nun mal halt auch sehr wichtig, dass wir uns halt auch darum kümmern. Deswegen müssen wir ja ein bisschen vorankommen. Willkommen zurück. Hast du gelernt, was wahres Sehen bedeutet? Nun, da du deine Aufmerksamkeit an unbewegliche Ziele geschult hast, kommen wir zum nächsten Schritt. Bewegliche Ziele. Und wehrhaft noch dazu. Du solltest in den Nordwald gehen und dort 8 Opopos und 8 Mikrochus erlegen. Diese finden wird diesmal nicht weiter schwierig sein, aber deine Beobachtungsgabe ist dennoch gefordert, auf andere Weise. Da musst du mitdenken und deine Technik auf den Gegner abstimmen. Mikrochus werden versuchen, dir mit ihrem Gift zuzusetzen. Opoopos bereitet ihre Angriffe aus der Entfernung vor. Wenn du die Merkmale und Kampftechniken deiner Gegner kennst, kannst du auch ihre Schwachstellen leicht herausfinden. Du wirst es müssen, wenn du nicht unterliegen willst. Beobachte gut und handle dann, wie es deinen Gegnern erfordert. Viel Glück, Ash. Ich weiß, dass du es schaffst. Ja. Ah, das wird dauern. So, einmal tiefer weit, bitte. So. Nee, das nehmen wir gerade noch nicht an. Das nehmen wir erst an, wenn wir wieder im Freien, also so an sich frei spielen. Ist schon nervenaufreibend genug, das alles hier. Ja, leicht müde. Ach ja, die Opoopos sind eigentlich... Stimmt, die sind im Nordwald, ne? Na egal. Ich glaube, die Mikrochus wären auch im Nordwald gewesen. Also hätten auch im Nordwald sein können. Das Gute ist, dass wir da nicht mehr lange für brauchen. Ja, die Mikrochus sind nicht mehr so wirklich Gegner, die man ernst nehmen kann.
Ich weiß, dass wir auch bald mal den Gourmet weitermachen müssten. Also was heißt müssten? Die Berufe sind ja nun wirklich gerade noch nicht so wichtig. Aber ich würde gerne den Beruf einmal weitermachen. Da ist ein weißer Joker. So. Dann müssen wir einmal. Neugredania. Ich glaube, das macht den meisten Sinn von da aus dann. Weil sonst haben wir halt so den mega langen Laufweg, ne? Das nimmt uns auch wieder Zeit. Zeit, die wir tatsächlich nicht haben. Heute ist ja. Doch, ja, stimmt, heute ist Montag. Und ich würde gern am Ende dieser Woche in die 1 und in die 2 absolviert haben. Das kann noch dauern. Gut. Nein! Oh nein, nicht die Gärtnerkette. Okay. Großartig, viel Zeit haben wir jetzt nicht aufgeholt. Die Zeit, die wir gewonnen haben, haben wir jetzt wieder eingebüßt. Na, wobei nicht ganz. Ging immer noch etwas schneller. Aber noch leider keinen Teleporter für den Nordwald. Aber das kommt dann noch. Hoffe ich. Das hier sieht echt immer so mega schön aus. Also das Gebiet hier mag ich echt gerne. Den Ostwald mag ich jetzt nicht so sonderlich. Und der tiefe Wald, ja, der geht. Den kann ich akzeptieren. Aber der sieht halt so schön herbstlich aus, ne? Ich mag sowas. Und diese Klassenquests sind jetzt natürlich nichts Besonderes mehr. Das ist ja egal. Hauptsache, wir haben sie. Oh, okay. Jetzt habe ich also viel gemacht. So. Dann Gredania. Das ist so ein ewiges Hin und Her, ne? So ein richtiges Hin und Her. Wenn es halt nicht immer so mega lange dauern würde. Aber das Schlimmste haben wir ja quasi bald hinter uns. Wobei, na gut, eine schlimme Sache wird doch kommen. Die kommt allerdings erst, wenn wir im Patch-Content sind. Das wird grauenvoll. Wirklich grauenvoll. Ich lasse die Katze jetzt ausnahmsweise mal hier. Ah, die junge Ash. Konntest du die Schwachstellen deiner Gegner finden?
Wenn du es mit einem Gegner zu tun hast, der aus der Entfernung angreift, kannst du dich nicht einfach vor ihn hinstellen und mit Pfeilen beschießen. Das wäre ein hirnloses Kräftemessen. Dein Wissen ist das dich an dem Gegner, das sich dem Gegner überlegen macht. Ein durchdachter, kraftvoller Schuss oder die gezielte Behinderung des Gegners. All das bewirkt mehr als ein ganzer Regen aufgeschossener Pfeile. Nun, zu dieser Kenntnis bist du mit Sicherheit schon gelangt. Ich hoffe, bevor das letzte deiner Ziele zu Boden gegangen ist. Lay Silver, kommt doch mal her. Was meint ihr? Hat das Mädchen genug Talent zur Weitläuferin? Sieht nicht schlecht aus, würde ich sagen. Sie schießt gut und ist begeistert bei der Sache. Hallo, ich bin Lay Aliafo. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin seit 2 Jahren in der Gilde als Lehrling wie du. Du scheinst ein Gespür für den Bogen zu haben, aber nur ein guter Rat. Pass auf, dass du vor lauter Konzentration nicht völlig die Umgebung vergisst. Das könnte gefährlich werden. Mich zum Beispiel hast du vorhin gar nicht bemerkt, oder? Als du voller Eifer auf Mikrochu-Jagd warst. Ich war ganz dicht hinter dir. Völlig die Umgebung vergessen? Dass gerade du das sagst, mein Liebe. Und du, Mädchen? Du scheinst wie ein Fungus mit Fäustlingen. Du schießt wie ein Fungus mit Fäustlingen. Huch. Sieh dir nur mal deine Haltung an. Völlig verdreht. Beim Schießen spreizt du dir den Ellbogen ab, als ob er mit Steingeistung eingetrieben wäre. Steingeistung, so. Und dann zitterst du deine schwachen Pfeilchen ins Ziel. Mit einem Wort erbärmlich. Lucien, nimm diese Dilettantin den Bogen ab. Es ist besser für uns alle. Ich habe schon immer gesagt, dass lass keinen von diesen Fremden in die Gilde. Okay. Was willst du deine Zeit verschwenden? Sie verstehen den Geist des Bogenschießens nicht. Pfui, was für Zeiten. Ich weiß gar nicht, was ich hier noch mache. Ja, dieser arrogante Klotz ist Silver. Leider unser Kollege. Er war früher bei Onofika Shah und glaubt, er sei der Größte. Ich hoffe, du nimmst dein dummes Gerede nicht ernst. Er ist nämlich zu jedem so. Ständig. Ich hoffe... Der Weg des Bogens. Das Ziel atmen. All dieses hochtrabende Zeug. Davor reden die Erlschatten ständig. Die sind alle... Na, Lay, ich weiß, die Erlschatten sind ein stolzes Volk. Das wirkt auf viele überheblich. Aber man kann alles auf mehrere Arten sehen. Der Vergleich ist zwar etwas plakativ, aber denk nur, welchen Unterschied es macht, wenn du beim Schießen mit dem falschen Auge zielst. Die Welt, die du siehst, ist dieselbe. Und doch unterscheidet sich das Ergebnis gewaltig. Oh Gott, warum kann ich heute nicht lesen? Ich würde sagen, es kommt immer auf die Perspektive an. Das Sehen ist uns wichtig, unser wichtigster Sinn, überall im Leben. Du verfügst über den richtigen Blick, Ash, und deswegen möchte ich, dass du dich weiter als Waldläuferin übst. Viel Erfolg! Okay. Ja gut, dann nehmen wir mal das Geld. So. Du hast offenbar beherzigt, was ich dir beigebracht habe. Kann es sein, dass du schon bereit bist für die nächste Lektion? Ich möchte dir nur noch mal etwas über den richtigen Standpunkt beibringen. Du erinnerst dich doch an Lay. Nicht ich, sondern sie wird dich diesmal unterrichten. Sprich mit dir und tu, was sie dir aufträgt. Ah, da bist du ja. Dann fangen wir gleich an. Aber zuerst mal eine kleine Wiederholung. Letztes Mal musst du doch Zielscheiben in der Stadt finden und zerstören. Diesmal gehen wir dafür in den Wald. Es ist wohl nichts Neues für dich, dass der Wald kein allzu sicheres Pflaster ist. Achte gut auf deine Umgebung, wenn du dich ins Dickicht vorwagst.
Du musst zwei Dinge im Auge behalten: dein Ziel und die wilden Tiere, die dich zum Ziel haben. Bleib auf Distanz, dann kannst du einen Kampf vermeiden, auch wenn du einmal entdeckt worden bist. Also dann, viel Glück. Vergiss nicht, wie beim letzten Mal musst du die Zielscheiben mit einem gezielten, gewaltigen Schuss zerstören. Ja, das kriegen wir doch hin. Wenn nicht, dann sind wir schlecht. Der steht auf jeden Fall sehr cool. Hallo. So. Gehen einmal zum tiefen Wald. Und Zielscheiben suchen. Mal sehen, ob wir sie finden. Ja, ein paar sehe ich schon. Gott, ich will dieses Auto haben. So, 4 von 6. Da ist auch noch einer. Und da ist die letzte. So. Dann können wir wieder zu dir zurück. So. Ah, es ist immer so schön, wenn ich das alles rausschneiden kann. Boah, die Hose wäre aber ganz schön. Du bist ja schon wieder da. Hast du Kleinholz aus den Zielscheiben gemacht? Dann können wir jetzt zu echten Gegnern schreiten. Und ich denke, wir haben da gerade genau die richtige Anfrage bekommen. Es geht um reißende Mördervögel und schleimige Giftmollusken. Lusken, die nur auf dich warten. Hey, ich mach nur Spaß. Im Ostwald um Honighof wurden Kappgeier und Baumschnecken gesichtet. Die Gegner verwüsten. Die Druiden haben uns gebeten, die Plage einzudämmen, weil wir der Nofikashar noch das Klagerregiment Zeit hat, sich darum zu kümmern. Nein, nein, sag nicht, dass die Druiden die Sache selbst in die Hand nehmen sollten. Es gibt einen guten Grund dafür. Du solltest inzwischen wissen, dass jede Kreatur ganz eigene Angriffsweisen hat. Behalte das im Hinterkopf und denk auch daran, nie die Umgebung aus den Augen zu lassen. 8 Kappgeier und 8 Baumschnecken, verstanden? Viel Erfolg! Gut, in Oswald können wir uns wenigstens teleportieren. So. Dann weiter geht's. Das würde ich gerne noch einmal schnell machen. Bevor wir den Part beenden, ich muss dann auch gleich nochmal 2 Thumbnails machen. Komm, wir nehmen die Zehner. Die Kappgeier waren, glaube ich, da hinten. Oh, wie zumindest.
Baumschnecken, Baumschnecken, Baumschnecken. Noch mehr Baumschnecken. Ist aber eine Armee von denen. Na ja, gut für uns, ne? Gut für uns. Wenn ich bedenke, wie viel ich heute und morgen noch aufnehmen muss. Und das nicht nur von Final Fantasy. Wobei ich halt auch mit dem Rendern erstmal noch wieder hinterherkommen muss. Also wahrscheinlich wird es heute wirklich so ein reiner Aufnahmetag. Und morgen wahrscheinlich ein reiner Rendertag, bis auf halt abends Stream. Morgen gibt es nämlich das erste Mal Fallout wieder. Nach längerem. Und ja. Bin ich mal gespannt, wie viel wir daran schaffen. Nämlich auch wieder lange, lange her. Ja, mal gucken, wie das funktioniert alles. Vor allem im Fallout muss ich halt auch noch hochladen, ne? So, das nächste Problem. Wobei mit Witcher 2 habe ich mir jetzt extra Zeit gelassen, weil wir ja. Oder weil ich ja das. Die Witcher 2 Streams dann danach nochmal brauche. Mal gucken. Ich habe so einiges an Videomaterial noch, was unbedingt klar werden muss. Planet Zoo zum Beispiel auch noch. Die Planet Zoo Parts. Mal gucken. Aber so an sich läuft es uns ja auch nicht weg. Davon mal ganz abgesehen. Es wird halt einfach nur dauern, bis das alles kommt. Dann halt eigentlich nochmal gucken, dass ich noch irgendwie ein Best-of zusammenschneide, aber da muss ich halt echt gucken. Muss ich echt gucken, wie ich das hinkriege. Das ist hier keine Cup-Geier mehr. Das wäre jetzt aber sehr blöd. Tatsächlich, es gibt keine Cup-Geier und wir brauchen noch zwei. Wir haben die Cup-Geier ausgerottet. Scheiße. Gut. So. Cup-Geier. Nee, noch mehr. Jetzt haben uns zu viele gefehlt, jetzt kommen zu viele an. Erst keiner, dann alle. Nett. So. Dann können wir ihr jetzt einmal noch Bericht erstatten. So. Wäre natürlich cool, wenn wir das jetzt auch fertig kriegen würden. Oh, Ash, alles in Ordnung? Du hast sicher bemerkt, dass die Geier dich mit ihren Attacken einige Flügellängen zurückschleudern. Und während du dich noch über den gewonnenen Abstand freust, hat dich schon der nächste Gegner am Kragen, dem du direkt in die Arme gesegelt bist. Und die Baumschnecken haben die lästige Eigenschaft, dich mit ihrem Schleim beim Wirken von Zaubersprüngen zu unterbrechen. Sollte sie also tunlichst von den Magiern in deiner Gruppe fernhalten. Na, geht dir jetzt schon ein Licht auf, warum die Druiden die Schnecken nicht selbst beseitigt haben? Jedenfalls musst du immer aufpassen, dass du dich richtig positionierst. Wenn du, wen kann ich erreichen und wessen Reichweite bin ich?
Das musst du dir in jeder Sekunde bewusst werden. Je mehr du über deinen Gegner weißt, desto einfacher kannst du ihn zur Strecke bringen. Das ist das ganze Geheimnis der Jagd. Ja, der Jagd. Das Bogenschießen hat sich nämlich aus den Techniken der mikrotischen Jäger entwickelt. Die Mondstrunner wie ich lebten früher im Wald und erlegten wilde Tiere, um sich zu ernähren. Früher machte ich mir keinen großen Gedanken darüber. Ich dachte, es ginge einfach nur um Nahrungssuche. Blutige Tierkadaver oder dreckige Wurzelknollen. Wo war denn da der Unterschied? Aber hier habe ich erneut entdeckt, welche eine hohe Kunst die Jagd ist. Bevor du deinen Pfeil von der Sehne schnellen lässt, musst du bereit sein, deinem Gegner auf Augenhöhe gegenüberzutreten. Dein Leben gegen seines, vergiss das nicht. Das war wohl eher eine Lektion über die Jagd als über die Bogentechnik. Ja, das hatte Lucien wohl auch im Sinn, als sie dich zu mir geschickt hat. Sag dir doch kurz Bescheid, dass du meine Übung erfolgreich beendet hast. Machen wir. Hallöchen, Lucien. Ah, Ash, ich habe dich hereinkommen sehen. Ich hoffe, Lei konnte dir etwas Nützliches beibringen. Abenteuerin. Hast du die Geier und Schnecken tatsächlich erlegt? Ja. Was bildest du dir ein? Bist du die Retterin des Waldes? Machst du dir tatsächlich ein, uns wichtige offizielle Aufträge aus den Händen zu nehmen? Lucien, ich habe dir doch gesagt, dass wir unsere Zeit nicht mit unverständigen Störenfrieden verschwenden sollten. Und dass du sie auch noch von diesem kulturlosen Mikoto beschwatzen lässt. Als ob der Weg des Bogens etwas mit einem hungergetriebenen Hinmetzeln von Baumhörnchen zu tun hätte. Silver, du weißt, dass ich dein Talent als Schütze anerkenne und auch die große Bedeutung, die dir dem Bogenschießen und dem Schutz Gredanias beimisst. Aber das Bogenschießen hat doch mehr Seiten als die, die du kennst. Ash Koran hat große Fortschritte gemacht, das musst du auch zugeben. Und die nächste Lektion wirst du ihr erteilen, also vertragt euch. Du, Ash, prägt dir inzwischen gut ein, was dir Lei beigebracht hat und beherzig ist, wenn du mit dem Bogen übst. Ich sehe, meine Anwesenheit ist hier nicht mehr erforderlich. Okay. Ja gut, ist halt alles Blödsinn. So. Aber damit beende ich erstmal hier den Part und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.